Willkommen zum AK 4 heute. Wir warten zwar theoretisch noch auf unsere Leute, die aus dem Vorstand zu uns stoßen, fangen aber schon mal an. Und wir haben diese Woche Plenum. Das bedeutet, wir werden gleich die Rednerliste kurz durchgehen. Und wir haben in 2 Wochen wieder Plenum. Das heißt, an dieser Woche, am Freitag, ist Antragsfreitag. Haben wir denn Anträge, die wir noch kurz vor Weihnachten stellen aus dem Bereich Wirtschaft, Umwelt? Ich werde nichts mehr schaffen. Gut, gibt keine. Es sind auch nur 2 Tage und außerdem müssen wir den Haushalt immer noch verabschieden. Ja. Eine Bitte, wenn ihr jetzt Anträge haben wollt, dass man die nicht eine Stunde vorher und innerhalb von einer Stunde so einen Antrag fertig schreiben muss. Das finde ich hochgradig schwierig und das mache ich auch nicht so schnell nochmal wieder. Weil wenn man das Sonntag oder Wochenende schon weiß und nicht meint, Montag nicht Bescheid sagen zu können und dann muss man Dienstag innerhalb von einer Stunde so einen Antrag fabrizieren, das ist echt unschön, ist noch sehr, sehr freundlich ausgedrückt. Ich finde das nicht witzig. Deshalb sagte ich gerade, ich habe keine Zeit. Wo ist das vorgekommen? In der Tat sehr kurzfristig. Ja, da gebe ich dir absolut recht, Heidemarie. Aber diese Runde hier, so wie sie jetzt hier zusammensetzt, ist leider der falsche Adressat. Der falsche Adressat fehlt gerade. Ich will das nur mal. Der richtige Adressat fehlt gerade. Das kann ja alles sein, aber er hätte das ja weitergeben können. Der Antrag war halt wichtig und den Antrag haben wir sehr früh in dieser ich glaube, wir haben da sogar Freitag schon drüber gesprochen, sehr früh gesagt, wir müssen dazu einen Antrag machen, weil das jetzt wichtig ist. Das heißt, diese Information hätte schon kommen können, man hätte also ganz in Ruhe Montag diesen Antrag schreiben können. Da gab es nichts, was dagegen sprach, außer dass die Information nicht bei den Referenten angekommen ist. Ja, also... Ja. Du arbeitest doch bei dem Herrn Robert da oben. Solltest du es vielleicht dem Danewood sagen, der wusste das. Der hat es halt verpennt, hat er mir gegenüber gesagt, ist jetzt doof gelaufen, ja, war auch krank, aber nichts. Trotzdem ist diese Runde hier gerade nicht der geeignete Adressat. Das tut mir leid. Also wir hätten das, wenn ich das gewusst hätte, dass da nichts passiert, hätte ich das schon Montag gesagt, ja. Wir geben ihm das aber auch nochmal weiter. Also normalerweise haben wir ja sowieso genau deshalb unsere Frist bis Freitag und nicht bis Dienstag nächster Woche. Und insofern, wenn noch was kommt, dann bis Freitag. Rednerliste Plenum würde ich gerne einmal ganz kurz durchgehen, was wir noch haben, was in diesem Bereich fällt, was noch nicht verteilt ist. Die Einzelpläne wisst ihr selber, ich glaube, die gehe ich jetzt nicht durch. Schwangerschaftskonfliktgesetz ist nicht unsere Sache. Gesetz zur Änderung des Baukammerngesetzes mache ich gerne, wenn man dazu überhaupt reden muss. Es ist noch nicht mehr Rede vorgesehen, obwohl wir im Ausschuss schon darüber gesprochen haben. Ja, also es ist derzeit mit einer Rede vorgesehen, aber mehr als... Ich begrüße den Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union und deshalb sollen die auch die gleichen Rechte kriegen. ist nicht zu sagen. Tierseuchen macht Simone. So, dann haben wir noch die ganzen Sachen, die nicht abgestimmt, die nicht geredet wird. Ja. Den Fracking-Antrag, wer redet denn dazu? Danewood. Gut. Wer redet denn zu Pläne des Bundeswirtschaftsministers zur Abschaltung von Kohlekraftwerken? Also insofern ich da bin, werde ich das natürlich tun. Ich trage dich mal ein. Schreib Kai hin. Messestandorte macht Daniel, steht zumindest drin.
Richtig, Linus? Ich habe ihn eingetragen, frech wie ich bin, und er hat noch keinen Widerspruch angemeldet. Wird das klappen? Oder müssen wir da gegebenenfalls kurzfristig reagieren? Nein, ich habe keine anderen Informationen. Also ich gehe davon aus, dass er dazu redet. Wenn er kurzfristig abspringen kann, nichts dafür. Dann sag kurzfristig Bescheid. Apropos Messestandorte. Wer ist denn bei uns nochmal dafür zuständig für die Verzahnung mit den kommunalen Piraten? Weiß nicht, Michelle und Toso? Genau, weil das wäre ein Thema, wo man mal wieder die Leute vor Ort fragen kann, weil in Essen gab es ja da zum Beispiel eine große Debatte dazu, auch ein Bürgerentscheid, und da macht es eigentlich wirklich Sinn, falls wir Leute vor Ort haben, die sich bereits dazu engagiert haben, die damit einzubeziehen, zu befragen. Mir fällt auch auf, dass wir an allen fünf, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, Messestandorten in NRW eine sehr starke Piratengruppe haben. Soll ich dann über Toso gehen? Gerne. Okay. Ja, ich meine, was das Effizienteste ist, ne? Gut, aber dann mache ich das über Toso. So. Der Stefan ist auch entschuldigt. Wir gehen gerade das Plenarpad durch. Du machst zum Beispiel die Tierseuchen und die Kleingärtner. Genau. Richtig. Klimaschutz, Entwicklungshilfe, KfW-Kredite. Fällt das in den unseren Bereich? Oder es hat schon niemand eingetragen? Also Bianca und ich, wir haben jetzt erstmal ein Pad gemacht. Ich dachte, vielleicht redet der Herr Schmalenbach dazu, aber noch gibt es da keine Einigung. Zu was? KfW-Absicherung oder Kreditabsicherung für Kraftwerksbauer in NRW irgendwie. Es geht aber um Kohlekraftwerke. Irgendwie hätte ich das Gefühl, das könnte man mit einem anderen Top zusammenlegen können. Aber wir sind jetzt Freitag, Top 2. Möglicherweise, ja. Ich wüsste jetzt auch keine Ahnung. Okay, Fracking macht Danebot. Jagd macht Danebot. SBNV mach ich. Und das war's, glaube ich. Habe ich was vergessen? Ja, wir haben ja eine Aktuelle Stunde jetzt beantragt zum Thema E.ON. Konzern, Aufspaltung, Abspaltung des Kohle- und gesamten Energiegeschäftes inklusive Atomrisiken. Die Frage wäre, ich unterstelle, dass wenn die Aktuelle Stunde angenommen wird, auf jeden Fall auch Kai dazu sprechen wird. Die andere Frage ist, wer wäre der Zweite, der das ja ganze starke wirtschaftliche Implikationen hat. Und insofern die Frage an die Abteilung Wirtschaft ist, ob da sich jemand auch bereit findet zu sprechen und wie wir die Kooperation dann machen. Immer die Frage, wenn sie durchkommt. Okay, CDU hat also auch Aktuelle Stunde zu E.ON. Und, das heißt, wir werden auf jeden Fall zu E.ON reden, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, ich gucke mal ganz kurz. Wie das zeitlich liegt. Also, ist ja am Freitag, ne? Die ist am Freitag, ne? Freitag früh. Ist unser einziger Slot für eine Aktuelle Stunde, glaube ich. Wen haben wir denn da noch? Außer deine Schwert und dich, ja.
Entschuldigung, also wenn diese Aktuelle Stunde kommt, dann hat die zwei Aspekte. Und zwar ist einer Energiepolitik und der andere ist Wirtschaft. Wir haben zwei Leute für Energiepolitik und einen für Wirtschaft. Also vielleicht fühlt der Dietmar sich noch beflissen, dazu zu reden, möglicherweise. Aber eigentlich sollte der zweite Slot dann Daniel Schwert gehören. Gut, du machst auf jeden Fall schon mal den ersten. Das ganze Ding ist Freitag früh. Und dann schauen wir, ob Daniel Schwert das machen möchte oder Dietmar. Ansonsten glaube ich, können wir auch eine zweite Energie nehmen oder du machst einfach nochmal als Wirtschaft, weil du darfst auch zweimal reden, so ist es ja nicht. Musst nicht. Linus. Kann man natürlich machen. Ich glaube, wenn Dietmar dazu reden würde, wäre es fast besser, weil aus meiner Sicht, also die interessanteren Aspekte davon, jetzt weniger der potenzielle Arbeitsplatzabbau ist, was natürlich auch angesprochen werden muss, aber das ist ja gerade noch völlig unklar, sondern eher, also jedenfalls aus meiner Sicht, das Interessantere ist halt diese Ausgliederung der Risiken und auch die Frage, ob dann nicht langfristig der Staat dann implizit oder explizit in die Haftung genommen wird. Deswegen also würde ich jetzt vorschlagen, sozusagen darauf den Schwerpunkt zu legen. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich, insofern das kommt mit der Aktuellen Stunde, genau in diese Richtung reden werde. Nämlich tatsächlich, wie sieht es denn mit der Energieversorgung der Zukunft aus? Ist die tatsächlich noch in der Hand von wirtschaftlich denkenden Unternehmen oder ist die nicht tatsächlich verstaatlicht an der Stelle wieder? Weil relativ klar auf der Hand liegt, dass mittelfristig die wirtschaftlichen, ja, die Wirtschaftlichkeit solcher Kraftwerke eher in Frage steht. Also, dass E.ON diesen Schritt jetzt geht, hat ja jetzt nicht den Grund, dass sie der große Halsbringer sind. Sie sagen ja jetzt nicht, hey, so wie Vattenfall das in Schweden beschlossen hat, wir wollen nichts mit der Braunkohleverstromung zu tun haben, sondern die sagen vermutlich, das ist wirtschaftlich nicht mehr tragbar für uns. Wir brauchen andere Geschäftsmodelle und das ist ein Geschäftsmodell, das nicht mehr trägt. Und dementsprechend wird E.ON nicht das einzige Unternehmen sein, das diese Überlegung hat. Das heißt, wir müssen darüber reden, wie sieht das mit der Energieversorgung der Zukunft tatsächlich aus? Ich meine nicht, dass wir das der Landesregierung nicht seit einem Jahr schon im Prinzip immer wieder sagen würden, dass genau dieser Punkt kommt. Aber wir müssen genau darüber reden und dann müssen wir halt gucken, von welchen Blickwinkeln aus wir das beleuchten und wo die Debatte dahin geht. Aber darüber reden werden wir auf jeden Fall. Ja, dann halt nur die Bitte, zeitnah zu klären, wie die Aufteilung sein wird. Klar, die Frage ist, ne, Vattenfall hat auch das Atomgeschäft schon ausgelagert, damit die Risiken, das ist eher Dietmars Geschäft gewesen bisher, gab es auch einen eigenen Antrag zu. Also die Abstimmung sollte halt tunlichst so erfolgen, dass die Referenten sich da darauf vorbereiten können, auf die Thematik, die dann angesprochen wird. Die Energiesache ist klar, die andere Frage ist Wirtschaft oder Atomrisikohaftung für den Landeshaushalt, Staatshaushalt, Whatever-Haushalt. Also klar, wer fragt Dietmar? Das sollte ein Abgeordneter tun, aus meiner Sicht. Kai, kriegst du das hin, Dietmar zu fragen? Heute? Zeitlich nicht. Warten wir noch erstmal das Ergebnis ab, oder? Oder ist das Ergebnis schon da? Nee, okay. Ja, also warten wir das Ergebnis ab. Ja, und dann die Alles klar, sonst noch was vergessen? Nein. Dann, ich habe eine Sache, die hatte der Stefan Hofstadt rumgeschickt. Die möchte ich zumindest hier kurz in den Raum stellen, dass es dort Anfragen gibt. Und vielleicht habt ihr noch weitere Anfragen gehabt durch, was weiß ich, Open Antrag oder sonst was. Und zwar gibt es Anfragen zum Thema Ausbau der Stromtrassen in OWL. Wie gehen wir denn mit solchen Anfragen an die Fraktion, also Fragen von Bürgern, um? Gibt es da schon Erfahrungen? Habt ihr da schon was beantwortet?
Sonst. Also die Anfrage ist vermutlich der sehr liebe handschriftliche Brief, der an dich gegangen ist, als zuständigen, für den Kreis zuständigen Abgeordneten. Den habe Bianca und ich als Kopie bekommen und ich habe ihn aber auch erst seit letzter Woche Donnerstag oder Mittwoch, und da war genug zu tun, ich habe ihn selbst noch nicht gelesen. Normalerweise gehe ich davon aus, dass sowas dann auch an dich weitergeleitet wird. Anscheinend ist das nicht der Fall. Ich gebe es dir also auch und wir werden uns zeitnah, das heißt nach dieser Woche, denke ich, damit beschäftigen und dann einen Antwortvorschlag formulieren. So ist, glaube ich, die sinnvolle Vorgehensweise. Ob die dann über Kai oder in Abstimmung mit Kai an dich geht und von dir beantwortet wird oder von Kai beantwortet wird, das wäre wieder eine Abstimmungssache unter euch. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und darum bitten, womöglich auch eine Parteiposition dazu zu verabschieden. Es anzustreben, eine Parteiposition dazu zu einzufordern und dann auch Partei, ihr seid nicht die Partei in Gänze, also das heißt, das dann womöglich auch mal in den AK Bauen und Verkehr zu tragen, aber da ist auch ein Wirtschaftsthema, ist in die anderen Arbeitskreise, auch in die Umweltarbeitskreise, Energiearbeitskreis und letztendlich das auf dem Parteitag vielleicht auch mal zu behandeln, das ist immerhin unter dem Stichwort Energiewende auch das ganze Land NRW betroffen. Aber dazu eine Position, ja. Offizielle Position nicht. Wir beschäftigen uns die ganze Zeit schon mit Stromnetzen. Also ja. Wir müssen halt gucken. Also wir haben tatsächlich noch keine Position dazu. Wir haben aber eine lebhafte Diskussion innerhalb der AG Energiepolitik zu genau dem Thema. Wir haben auch schon einen Antrag hier im Landtag gestellt, zur vorzeitigen Überprüfung des Energieleitungsausbaugesetzes. Immer mit dem Duktus, wir sind der Meinung, dass diese Trassen überhaupt nicht notwendig sind. Also immer unter dieser Prämisse eigentlich, dass das nicht notwendig ist, dieser Ausbau. Daran glauben wir auch, aber wir haben tatsächlich noch keine gemeinschaftliche Position dazu verabschiedet. Von daher, wir sitzen auch gerade dran und entwickeln das gerade weiter. Ich weiß aber nicht, wann wir die Positionen dazu wirklich in die Partei einbringen. Das ist ein bisschen schwierig, weil das auch nicht so klar ist. Ne? Das ist jetzt nicht... Was? Ja, ich meine, natürlich können wir das, was wir dazu schreiben werden, aus unserer Parteiprogrammatik ableiten, die da lautet dezentral und also sowohl auf Verbraucher- als auch Versorgerseite, Erzeugungsstrukturen sollten halt geändert werden, kein Kohle und kein Atomstrom. Insofern folgen daraus Anforderungen an die Netze der Zukunft und daraus lassen sich auch sehr direkt ableiten, was wir da wollen. Nur bezogen auf eine konkrete Trassenplanung ist das natürlich schwer, das in ein Parteiprogramm zu fassen. Insofern fehlt da auch nichts, sondern das gehört da einfach nicht hin. Und ansonsten haben wir irgendwo geschrieben, auch in unserem Wahlprogramm, glaube ich, bevor der Kai mir das jetzt wegnimmt, wir fordern eigentlich eine, naja, Verstaatlichung oder zumindest Rekommunalisierung der Übertragungs- und Energienetze. Bitte schön, Kai. Also die Devise ist da Netze in Nutzerhand, was ja allumfassend gilt. Aber nein, ich möchte widersprechen, dezentrale Stromgewinnung heißt jetzt nicht, dass wir diese Leitung nicht brauchen. Das ist immer eine Frage dessen, wie weit man dezentral denkt. Ja, also dezentral, also viele kleine Einheiten ist immer dezentral. Die Frage ist ja, letztendlich bekommt man in Einzelsegmenten des Netzes Autarkie hin. Darum geht es letztendlich. Also so eine Übertragungstrasse sorgt ja oder gleicht ja Potenzialunterschiede aus quasi. Das bedeutet, im Norden ist die Ansage, haben wir viel Strom, im Süden haben wir demnächst wenig Strom, wenn die wegfallen. Also haben wir einen Potenzialunterschied von oben, von Nord nach Süd. Den gleichen wir aus mit der Leitung. Das ist ganz simpel so die Regel. Jetzt gibt es verschiedene Ansätze, damit umzugehen. Der Ansatz, den die momentan verfolgen, ist tatsächlich Strom in den Süden zu schicken über diese Leitung. Besser wäre es aber tatsächlich dann zu sagen, hey, wir bauen jetzt hier mal noch ein paar Gaskraftwerke in Bayern. Ne? Wir bauen uns die Hügel voll mit Windkraftanlagen, wir haben viel Sonne, wir können viel Photovoltaik machen in Bayern. Wir können uns eigentlich selbst versorgen, wenn wir das wollen, wenn wir das anstreben. Bayern eiert aber ziemlich rum damit, wo die wirklich hinwollen, sodass man immer das Gefühl hat, die wollen eigentlich verhindern, dass der Atomausstieg stattfindet. Der Punkt ist,
In einem idealisierten, dezentralen Netz funktioniert das, dass man diese Trassen nicht braucht. Das ist so, das kann man, glaube ich, auch relativ schnell nachweisen. Das haben wir momentan nicht. Die Position der Piratenpartei ist dezentral, das ist korrekt, aber wie dezentral sie dann letztendlich wird, ist auch nicht niedergeschrieben. Das ist aus meiner Sicht nicht klar genug definiert. Und genau daran arbeiten wir. Ich habe das im Plenum auch schon mal gesagt, da ging es um das vermaschte Netzwerk, dass man im Prinzip auf die großen Übertragungstrassen aus meiner Sicht am Ende wird ganz verzichten können. Ja, also erstmal brauchen wir keinen Ausbau. Danach ist der nächste Schritt, wir können bei der Wartung mit den Leistungen runtergehen, was da drüber geschickt werden muss, können also die Anlagen kleiner dimensionieren und im letzten Step fallen die aus meiner Sicht weg. Also in einer idealisierten, dezentralen, energiegewinnenden Welt wäre das komplett unnötig. Es ist halt nur die Frage, wann erreicht man das und bewegt sich die Politik tatsächlich dahin? Weil momentan stehen ja alle Zeichen darauf, dass Sigi Gabriel versucht, irgendwie die großen vier im Spiel zu halten, was ja offensichtlich nicht so richtig klappt. Ja, ich kenne dazu nur eine Studie, die ich mal vor einem halben Jahr gelesen habe. Die Quelle müsste ich nochmal im Pad vielleicht nachträglich angeben. Aber ich weiß, in dem besten Szenario, das überhaupt denkbar ist, also ein Szenario, das auch schon auf Dezentralisierung setzt, sind aber immer noch bis 2040 über 1500 zusätzliche Trassenkilometer notwendig. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wo die sind, aber die sagen, notwendig sind die. Was mir bei diesem Bürgerbrief aufgefallen ist, und das ist dann schon wieder der Einzelfall, ist eben, dass die sagen, in Nordrhein-Westfalen sind die Abstände von so einer Trasse zu einem Wohngebäude viel, viel geringer, als es zum Beispiel in Niedersachsen der Fall ist. Also ich habe die Fakten jetzt hier nicht geprüft. 400 Meter zu 50 Meter. Das ist ein spannender Punkt, der wahrscheinlich auch mit der Besiedlung von Niedersachsen und NRW zum Teil zu erklären ist. Ne? Also NRW ist da deutlich dichter bewachsen, besiedelt. Aber interessant, dass das sicherlich nicht mit der dichten Besiedlung begründet wird, dass im Gesetz 50 oder 100 Meter stehen, in einer Verordnung. Es war schon eine Richtlinie. Der Punkt ist, Oliver, du musst dir einfach mal angucken, wie die so eine Planung machen. Und diese Planung, die die haben für diese Trassen, ist tatsächlich monströs. Das kann man gar nicht anders sagen. Die haben im Prinzip Start- und Zielpunkt, ziehen eine Ellipse drum und sagen so, das ist ungefähr der Korridor, in den wir müssen mit so einer Trasse. Und dann fangen die an, das Gelände wirklich zu sezieren. Also tatsächlich zu sezieren, was haben wir denn da? Die gehen da in verschiedenen Stufen vor. Was haben wir denn in diesem Gelände tatsächlich drin? Und da geht es tatsächlich dann um Tierschutz, um Naturschutz. Da geht es darum, die Menschen zu schützen. Diese Aspekte werden betrachtet und zwar wirklich diffizil. Und am Ende kommt ein Ergebnis dabei raus, das immer Kompromisse benötigt. Also eine Trasse bedeutet am Ende immer, irgendwer muss Kompromisse machen. Ist die Frage halt immer nur, wer. Ne? Also Not in My Backyard ist so eins der schönsten Mittel, um Bauprojekte zu verhindern. Aber irgendwen trifft es am Ende. Das ist einfach so. Irgendwen trifft es. Du hast halt keine Funkübertragung von Strom über hunderte von Kilometern. Dann hättest du das Problem nicht. Ne? Oder du hättest andere Probleme. Dann hättest du andere Probleme, dann werden alle gegrillt. Vollkommen egal, aber der Punkt ist, du kannst keine Trasse bauen, die nicht dazu führt, dass irgendwer sich dagegen auflehnt. Geht nicht. Der einzige Weg, das nicht zu haben, ist, die Trasse nicht zu bauen. Und da muss man halt die Frage in den einzelnen Segmenten tatsächlich stellen, ist die Trasse tatsächlich notwendig? So, jetzt gucken wir mal nach den HGÜ-Trassen, die momentan das Hauptgespräch sind, und gucken mal, sind die denn notwendig? Ich fange mal mit der Lausitz an. Da stehen die Braunkohlekraftwerke. Und der Strom fehlt dann der Strom fehlt auch auf jeden Fall im Süden. Die Atomkraftwerke fallen weg. Bei uns ist es Philipsburg, wo die Leitung anlandet. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Osttrasse anlandet. Da geht es natürlich darum, weiterhin den Braunkohlestrom zu nutzen. Das ist wirtschaftlich gesehen mit einer
falschen Brille, sage ich mal, ist das auch erstmal richtig. Ja, wenn er jetzt Braunkohle hast, ist der Aspekt, das Ding, das Zeug liegt bei uns vor der Tür, das müssen wir nicht importieren. Ja? Das ist also keine Steinkohle, die aus Kolumbien oder Südafrika kommt. Das ist kein Öl, das aus der ganzen Welt kommt. Das haben wir vor der Tür, das brauchen wir nur ausbuddeln, trocknen und verbrennen. Das erstmal ist das kurzfristig gesehen günstig. Ich weiß halt nicht, inwiefern die Folgekosten eingepreist sind. Und das führt letztendlich in der wirtschaftlichen Betrachtung dazu, dass man das weiterhin machen will. Ja? Genauso sieht es in NRW aus. NRW hat auch die Braunkohlekraftwerke und da ist das Interessante, in der Planung ist das, glaube ich, die Trasse A1 und A2, A1, A2, A1 von Niedersachsen aus hier runter zu uns ins Rheinische Revier und A2 runter nach Philippsburg von hier aus. Da war interessanterweise die A1-Trasse, wurde gesagt, ja, die wissen wir noch nicht, ob wir die bauen. Ja, also klar war, A2 wird gebaut. Die Trasse Braunkohlestrom für Philippsburg, das dann wegfällt. Und auch da geht es dann darum, wirtschaftliche Interessen. Also da hat der Dün irgendwie einen Satz auf Twitter gebracht, weil Seehofer sagte, die wollen jetzt ein Kraftwerk bauen und Dün wollte ihm quasi reinreden und sagen, das machst du nicht, wir, so wirtschaftliche Interessen NRW, wir wollen unseren Strom verkaufen, in die Richtung ging das. Und das ist alles relativ klar. Und die einzige Trasse, wo ich nicht sage, das ist so klar für mich, da sagt aber jetzt die AG Energiepolitik zum Beispiel, das ist Hamburg-Moorburg, worum es da geht, ist die Südlink-Trasse, das ist die, die genau durchgeht, mittendurch. Die mittlere, also da Braunkohle, da Braunkohle und hier ist es dann Steinkohle, nämlich Hamburg-Moorburg. Auch ein großes Steinkohlekraftwerk, das seinen Strom vermutlich gar nicht wegtransportieren kann, wenn es dann wirklich voll ans Netz geht, weil im Norden halt der Windstrom überhand genommen hat, beziehungsweise ausreichend vorhanden ist, sagen wir es mal, ausreichend vorhanden ist. So, da kannst du dann immer die Frage stellen, was ist jetzt der Zweck dieser Trasse? Ist der Zweck dieser Trasse, diese Großbauprojekte weiter am Leben zu erhalten, da also quasi den Strom zu nutzen, den die da produzieren? Oder ist der Zweck die Versorgung des Südens? Und wenn der Zweck die Versorgung des Südens ist, dann muss man halt die Frage stellen, wie schnell kann man denn bis 2020, das sind dann noch ein paar Jährchen, strategisch richtig Kraftwerke da unten hinbauen. Also mein Segen hätten die da Gaskraftwerke zu bauen. Aber nicht in der AG Energie. Bitte? Aber nicht was? Es gibt ein sehr modernes Gaskraftwerk in oder bei Ingolstadt, das hat irgendwie in 2 Jahren 800 Stunden ist gelaufen, in 1,5 Jahren. Also die haben auch das Problem, dass sie derzeit den Strom nicht verkauft kriegen. Aber da hängt eben ja noch genau Braunkohlestrom im Netz, der billiger einfach angeboten ist. Letztendlich ist es eine Frage der erzielbaren Marktpreise, wie so oft. Und nochmal vielleicht zu der die Trassen sind mittlerweile gesetzlich festgeklopft. Ja? Also wir haben sehr wenig Chancen, da wirklich was gegen zu machen. Nur unsere Vorstellung, die wir natürlich äußern können, ist, dass wir sagen, wir wollen eine andere Netzstruktur, in der große Teile der auch jetzt geplanten und für notwendig erklärten Leitungen perspektivisch überflüssig werden. Aber sie werden damit auch nicht sofort überflüssig. Vielleicht könnte man aber einen Zustand beschreiben, der sagt, wir kommen mit dem, was hier ist, hin an großen Übertragungsnetzen und müssen auf der anderen Ebene die Verteil- und die Mittelspannung, also die Verteilnetze unter eurer Mittelspannungsebene ausbauen. Das ist aber eine sehr komplizierte Frage, was dann da wirklich am Ende noch rauskommt und überflüssig ist und machbar ist. Nur ein Parteiprogramm, um das abzuschließen, gehört meines Erachtens jetzt nicht nur eine konkrete Aussage zu dieser oder jener Trassenführung. Ja, danke schön. Wolltest du noch was dazu? Okay. Ich glaube, den Brief, da werden wir dann nochmal so drüber sprechen. Und zum Brief werden wir so nochmal drüber sprechen. Und gibt es denn zum Thema an sich noch eine dringende Sache? Ansonsten gehen wir dann erstmal zu den Ausschussberichten über. Ich fange ganz kurz mit dem A02 an. Wir hatten am 20.11. eine Sitzung. Am 11.12. ist die nächste. Für die nächste Sitzung liegt aber kaum mehr was an. Das ist für uns selten, aber...
Ach so, stimmt, wir haben noch zwei Sitzungen. Ja, also wir haben auch noch am 4.12. eine, nämlich wegen der Grunderwerbssteuer. Und am 11.12. haben wir auch noch eine. Aber da liegt irgendwie auch gar nicht mehr so viel an. Also sonst haben wir da immer knapp 20 Tagesordnungspunkte. Ich glaube, am 11.12. Vielleicht kommen wir dann noch auf 12, ich weiß nicht. Am 20.12. hatten wir eine aktuelle Viertelstunde zum Thema Beschluss des Deutschen Bundestages, Einfrieren der Regionalisierungsmittel. Die aktuelle Stunde war, glaube ich, so richtig gesetzt. Es war jetzt nicht ganz so viel Stimmung, weil ja alle Leute, also alle Teilnehmenden an der aktuellen Viertelstunde natürlich so eine gleiche Richtung hatten, mit verschiedenen Ausprägungen. Die Diskussion, glaube ich, war trotzdem ganz gut. Es ging halt darum, dass der Minister Groschek fest damit gerechnet hat, dass sein ausgehandelter Kompromiss durchkommt. Und der Kompromiss sah vor, dass 8,5 Milliarden, also 1,1 Milliarden mehr als sonst vom Bund kommen für Regionalisierungsmittel. Das sind Mittel für vor allem die S-Bahnen hier und oder die Regionalexpresse. Und der Bund hat aber gesagt, nö, es gibt nicht mehr Geld. Es gibt noch nicht mal einen Inflationsausgleich oder sowas. Ja, dazu werden wir im Plenum auch am Freitag nochmal die Gelegenheit haben zu debattieren, denn da findet nochmal ein gemeinsamer Antrag, der schon etwas älter ist, sein Ende. Wir hatten außerdem im Ausschuss Zukunft des Semestertickets nach Vertragskündigungen. VR hat die Verträge gekündigt mit den Studenten und denen Verträge gegeben, die noch sehr viel teurer dann sind. Und wir hatten in der Ausschusssitzung Flughafen Köln-Bonn, sukzessive bauliche Erweiterungen. Zum Semesterticket die Diskussion, da waren wir im Grunde so die Einzigen, die Position der Studenten dort vermittelt haben. Ansonsten hieß es mehr oder weniger, ach komm, es kommt noch, es ist auch immer noch total günstig und sowas als Argumente. Und Flughafen Köln-Bonn haben wir eine sehr ausführliche Stellungnahme erhalten, also ungewöhnlich durchaus, und auch eine, also sowohl schriftlich als auch mündlich, und auch eine Stellungnahme des Umweltministeriums in unserem Ausschuss oder ich glaube, da ging es um ein Gutachten. Da haben wir auch durchaus eine gute Diskussion zu gehabt. Meine abschließende Frage, ob, wenn sich herausstellt, dass weite Teile der Gebäude des Kölner Bonner Flughafens Schwarzbauten sind, es ähnlich gehandhabt wird wie bei Datteln 4, wurde dann am Ende nicht mehr beantwortet. Gut. Und wir haben eine Anhörung auch noch morgen zur Grunderwerbssteuer um 15 Uhr, wo wir zwar nicht federführend sind, aber wir sind ja auch hängen mit drin. Gibt es Fragen oder Anmerkungen dazu? Ausschuss oder Grunderwerbsteuer? Gut, ansonsten würde ich sagen, machen wir mit A17 weiter. Letzte Sitzung und auch Anhörung zu Salzpipeline war am 19. November. Wir tagen dieses Jahr nicht mehr. Das heißt, nächste Sitzung ist am 21. Januar. Ich würde bitten, ich weiß nicht, Kai oder Heidemarie, ob ihr was zur Anhörung und zum Ausschuss sagt, weil ich parallel im Integrationsausschuss Anhörung und Ausschuss hatte. Dementsprechend habe ich nicht teilgenommen. Ausschuss zur Anhörung sagen, die war recht gut. Unsere drei Gutachter waren da und sind auch von den anderen Parteien, Fraktionen gut ausgefragt worden. Und die Umweltbehörde bzw. auch diese Flussgebietsgemeinschaft Weser kommt jetzt wohl richtig in Probleme, weil Hessen ja schon gesagt, Genehmigung oder läuft die Genehmigung, dass sie KS da in die Weser nimmt.
Wasserleitung oder Abwasserleitung bauen darf. Und wie das jetzt weitergeht, muss man sehen. Aber die ist richtig gut gelaufen, fand ich jedenfalls. Und Ausschuss war wie immer, war nichts Besonderes. Ergänzungen dazu? Sonst gucken wir mal in die Wirtschaft. 18. Oder Energie. Ja, ich fange mal an, ausnahmsweise. Oder Mittelstand. Es war aus meiner Sicht ein relativ interessante Sitzung, die letzte im Wirtschaftsausschuss. Wer genau hingehört hat, hat gerade in Sachen Energie gemerkt, dass sich tatsächlich der Wind momentan dreht. Da ist extrem viel Bewegung im Spiel momentan. Und an einer Stelle sagte Guido Vandenberg zu mir, so sinngemäß, was ich dann immer mit dem Kohleausstiegsgesetz hätte, was ich dann überhaupt wollte, unsere Positionierung dazu und das, wie es laufen wird, sei gar nicht so weit auseinander. Fand ich sehr spannend, weil ich schon starke Tendenzen wahrnehme, dass auch er selber RWE möglichst noch ins nächste Jahrtausend tragen will, was nicht funktionieren wird. Ich habe darauf aber entgegnet, dass wenn die Positionierung doch nicht so weit auseinander ist, für mich die Frage besteht, warum man denn so eine Angst vor dem Label hätte. Ja, also wenn das tatsächlich erkannt wird von Seiten der Regierung, dass es da den Berg runtergeht und dass man da aktiv werden muss, was ich tatsächlich nicht sehe, dass sie das tun, warum machen sie dann nicht das Kohleausstiegsgesetz, warum machen sie dann nicht einen Plan, wie es rausgeht und geben im Prinzip nach draußen auch das Signal raus, wir wollen aus der Kohle raus. Ich glaube, viele Bürger würden sich genau über dieses Signal freuen, wenn es denn unter dem Label tatsächlich auch in die Richtung läuft. Das ist so ein Move, den ich nicht verstehe, wo ich dann mich frage, ja, ich merke schon hier, so ein paar Dinge ändern sich gerade und es gibt Unsicherheiten, wir sehen es ja jetzt auch an E.ON und ich verstehe halt nicht, warum dann sich tatsächlich so stark dagegen gewehrt wird, dem Kind dann diesen Namen zu geben. Und da fände ich eine Debatte darüber mal auch ganz interessant, was dann da wohl der Hintergrund ist. Ansonsten haben wir über unsere Anträge viel gesprochen. Wir haben die beiden Anträge, die wir hatten, natürlich abgelehnt bekommen, denn zum NLAG, klar, aber auch den zu den Ladestationen. Und ich weiß gar nicht, kurz drauf habe ich irgendwo, weiß nicht wo. Auf jeden Fall wieder in der Debatte, ich glaube, vielleicht war es sogar in der Energiepolitik. Unser Antrag quasi die BLB-Gebäude mit einem Teil an Ladestationen auszustatten, um im Prinzip zu ermöglichen, dass die Arbeitnehmer sich so ein Fahrzeug anschaffen können, wurde natürlich abgelehnt. Das wurde dann als zu unkonkret, oder nee, nicht zu unkonkret, sondern zu, was? Nee, nicht zu wenig ambitioniert, sondern zu speziell oder was auch immer. Also es ging halt darum, dass es geht nicht weit genug, der Antrag. Natürlich nicht. Also nochmal, wir haben natürlich uns einen speziellen Aspekt geschnappt und natürlich ging es darum, aus diesem Feld der Elektromobilität, das sehr groß ist und auch momentan sehr vielfältig diskutiert wird, einen Aspekt rauszugreifen, den man umsetzen kann. Also da ging es wirklich darum, wir wollten ein umsetzbares Ziel auf die Agenda heben und wir halten das auch nach wie vor für umsetzbar und richtig. Und in allen Debatten, die man dazu führt, geht es immer wieder um das Henne-Ei-Problem. Es geht immer wieder darum, was muss denn zuerst an die Ladestation oder das Auto? Ja, ich sag mal, klarerweise muss aus meiner Sicht die Ladestation zuerst da sein, weil derjenige, der nicht weiß, dass er sein Auto dann fahren kann, wird sich das Auto auch nicht kaufen. Und darum geht es. Und wenn dann mir in der Debatte gesagt wird, ja, da geht es aber um Arbeitsplätze, an Arbeitsplätzen müssten das im Prinzip sein, bei Arbeitgebern oder in Parkhäusern, dann frage ich mich halt, ja, ist denn der BLB kein Arbeitgeber? Das ist genau der Punkt. Also eine
Wir haben am Wochenende jetzt eine Gruppe lokalisiert, das sind die Zweitwagen. Also die Zweitwagen sind so ein möglicher Kandidat für ein E-Mobil. Aber auch ganz klar aus meiner Sicht sind die Pendler diejenigen, die das machen könnten. Die im Prinzip sagen könnten, ich kaufe mir jetzt statt einem Verbrennermotor tatsächlich ein E-Mobil. Und da muss man halt gucken, wie kriegt man es attraktiver. Attraktiver kriegt man es natürlich über den Preis, das heißt über Stückzahlen. Tesla ist ja stark daran interessiert, momentan die Batterien zu vergünstigen, indem sie monstermäßige Fabriken dafür bauen. Und natürlich darüber, dass es alltagstauglich wird. Und alltagstauglich ist ein E-Mobil für einen Pendler dann, wenn er die Steckdose am Arbeitsplatz und zu Hause hat. Mehr braucht er erstmal nicht. Und dann haben Christopher und ich relativ lange darüber diskutiert, dass es ja trotzdem immer noch nicht attraktiv ist, weil es noch zu teuer ist und was ist dann mit den anderen Fahrten überhaupt. Und da bin ich mittlerweile der Meinung, dass gerade diese anderen Fahrten, dass da sich doch eine ganze Menge getan hat, also im Bereich der Mobilität. Also es gibt aus meiner Sicht mittlerweile viele Möglichkeiten, zum Beispiel in den Urlaub zu fahren. Das Fliegen ist ja da eins, ist aber bei den Strecken, wo das Auto relevant ist, dann nicht so der Fall. Da ist der Bus ganz klar das Objekt der Begierde, sage ich mal. Und das ist ja auch ein florierendes Geschäft, sage ich mal, Busfahrten. Dann gibt es die Busfahrten über Land mittlerweile, gibt es private Busfahrten. Es gibt Mitfahrzentralen, also die Mobilität an sich verändert sich gerade. Und ich glaube, dass ganz besonders die Pendler, die sonst nur selten andere Fahrten machen, außer zur Arbeit und zum Einkaufen zu fahren, dass die das Ziel der E-Mobilität sein sollten und dass man da tatsächlich gucken sollte, dass man das ermöglicht. Und da wäre halt unser Antrag ein Baustein gewesen, um das zu machen. Wurde halt abgelehnt. So what? Ja, und ansonsten hat der Linus bestimmt noch was zu erzählen. Ihr wart ja auch im Verkehrsausschuss damit und die Landesregierung hat gesagt, oder die Abgeordneten der Regierungskoalition, die sagten, die wollen eine E-Mobilitäts-Landesinitiative machen. Wisst ihr denn schon, wann diese kommt, wann die das planen, wann bringen die das ins Plenum ein? Kann ich leider nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass ich am Mittwoch oder Donnerstag auf der, Moment, ich muss eben gucken, wie die Veranstaltung hieß. Also ging auf jeden Fall um Elektromobilität in NRW. Da hat der Minister Dün gesprochen. Als erstes, und dann ging es natürlich wieder um den Masterplan Elektromobilität. Und ich sage ja immer, wenn ein Minister Masterplan sagt, fällt irgendwo ein Politikwissenschaftler lachend vom Stuhl. Es ist halt ein extrem überstrapazierter Begriff, Masterplan. Die haben für alles einen Masterplan. Sei es drum, lass die ihren Bullshit-Bingo weitermachen. In jedem Fall haben sie gesagt, dass sie im Prinzip vor 5 Jahren den ersten Masterplan aus der Taufe gehoben haben und dass sie daran jetzt weiterarbeiten wollen. Vielleicht geht das damit einher, aber jetzt ist gerade so ein Entwicklungszyklus, wo sie wieder sich verändern wollen. Das hat der Minister auch gesagt da an der Stelle, dass es jetzt darum geht, die gewonnenen Erkenntnisse zu verwerten und umzusetzen. Und ich würde da jetzt erwarten, dass da was kommt. Wann, weiß man ja bei so Regierungsfraktionen eher nicht. Also man kennt ja deren Agenda nicht und das Arbeitspensum auch nicht. Kann ich nicht zu sagen. Ja, das war ja die letzte Sitzung des Wirtschafts- und Energieausschusses in diesem Jahr und wir haben gefühlt, glaube ich, die Hälfte aller Anträge da gehabt. Eine Sondersitzung, stimmt, zur Grunderwerbssteuer. Also in dem Sinne eigentlich ganz guter Jahresabschluss aus meiner Sicht. Für den Bereich Wirtschaft hatten wir auch mehrere Anträge drin, zum Teil mitberatend. Einmal unseren Antrag zur digitalen Gesellschaft oder digitalen Agenda, den wir begründet haben. Als zweites noch einen zweiten Antrag zur Einführung einer besseren Evaluierungskultur hier in Nordrhein-Westfalen. Da gab es auch eine Anhörung zuvor und da geht es eigentlich darum, dass der Landtag der Regierung halt Qualitätsstandards vorgibt,
wie so eine objektive und ergebnisoffene Evaluierung von Förderprogrammen aussehen kann. Und da haben wir uns auf ein Gutachten berufen des Bundeswirtschaftsministeriums, des wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums und ich fand die Debatte ganz interessant. Ich schätze mal, der Forderungskatalog war relativ umfassend, ob wirklich alles davon hier in einem Land Nordrhein-Westfalen eingeführt werden kann oder muss, ist noch die nächste Frage. Der Zeitpunkt wäre allerdings genau richtig, weil für das EFRE-Programm der Evaluierungsplan gerade läuft, also in Arbeit ist. Also deswegen ist der Antrag eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt abgestimmt worden. Ich meine, natürlich leider abgelehnt, aber das Timing war schon in Ordnung. Also meine Einschätzung wäre, wenn man da was machen will oder politisch durchbringen will, dann bräuchte es jetzt mal einen Skandal. Ne? Meistens ist ja so. Denkt die Landesregierung oder die tragenden Fraktionen natürlich. Es läuft alles zurzeit ganz gut. Ich schätze mal, wenn man da Forderungen durchbringen will, dann bräuchte es mal irgendeinen Hebel oder irgendwas, ein klares Zeichen, dass es irgendwo nicht so gut läuft. Dann hätte man vielleicht noch mal eine Chance, da irgendwas zu machen. Aber jetzt haben wir halt den Antrag gestellt gehabt. Der Landesrechnungshof hat uns übrigens attestiert, dass es da viel Handlungsbedarf gibt, weil nach Aussage des Landesrechnungshofes die Landesregierung regelmäßig gegen Paragraph, lass mich lügen, 4 der Landeshaushaltsordnung verstößt. Also dass die Wirkungskontrollen nicht oder regelmäßig nicht eingehalten werden. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist ganz gute Vorarbeit. Wie gesagt, ich glaube, da ist politisch gerade nichts zu machen. Aber vielleicht, ich meine, ich hoffe es natürlich nicht, aber sollte irgendein Thema nochmal aufkommen, dass Fördergelder nicht richtig verwendet wurden, etc., glaube ich, dann hätten wir auf jeden Fall, können wir auf diesen Antrag nochmal rekurrieren. Soweit dazu. Ja, danke schön. Gibt es dazu noch Anmerkungen, Kommentare? Nein. Ich habe übrigens noch ein Thema vergessen, das sage ich gleich. Gibt es noch was vom Unterausschuss Bergbausicherheit? Parlamentariergruppe Bahn wissen wir nicht. ÖPNV-Enquete konstituiert sich am 12.12. Morgen haben wir Obleuterunde. Wir arbeiten dran. Und aus den anderen Enquetes, ich frage gleich noch nach Veranstaltungsberichten, falls wir was haben. Vorweg, nur so als Info, wir haben sogar noch eine zweite Sache, die man als Aktuelle Stunde hätte nehmen können, aber die Nachricht ist erst heute sehr früh gewesen, also heute erst gewesen, und es war vielleicht noch ein bisschen zu knapp. Ist auch vielleicht nicht ganz so gut für eine Aktuelle Stunde, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und zwar Deutsche Annington und Gagfa, das sind zwei Wohnungsbauunternehmen, große Wohnungsbaukonzerne sozusagen, fusionieren. Das ist durchaus was auf NRW Auswirkungen hat, nehme ich an. Zumindest wo die Politik ein Auge drauf haben muss. Einmal waren ja genau die beiden Unternehmen wesentlich auch Grund mit dafür, ja nicht wesentlich, aber es waren halt die größten, Grund dafür, dass wir eine Enquete-Kommission 1 hatten zu wohnungswirtschaftlichen Wandel und Finanzinvestoren. Da sind die beiden Unternehmen nicht selten ein- und ausgegangen. Und zweitens haben wir natürlich gerade die Debatte um die Grunderwerbssteuer. Und wir haben ja was von Red-Blockern hier irgendwie schon erzählt. Red-Blockern, Red ist im Grunde Grunderwerbsteuer. Und Blocker heißt, dass man sie nicht zahlen muss. Also bisher war es immer so, dass bei solchen Fusionen oder Aufkäufen die Unternehmen keine Grunderwerbsteuer gezahlt haben, weil es nämlich einen Trick gab, wenn man nur 94,9% übernimmt, muss man nichts zahlen. Und wenn man zwei Firmen hat und die eine übernimmt 94,9 und die andere 5,1, dann muss man nichts zahlen. Mittlerweile wurde es ein bisschen geändert.
wenn die beiden Firmen so eng miteinander verflochten sind, dass sie zum Beispiel dieselbe Mutter haben zu 100%, dann geht das nicht mehr. Das ging vorher. Mittlerweile geht das trotzdem, also den Trick geht trotzdem noch, ist halt ein bisschen komplizierter. Und das heißt, bei der Fusion würden unter anderem auch, was hast du ausgerechnet, 31 Millionen? 36 Millionen Euro in NRW an Grunderwerbsteuer anfallen, wenn sie denn gezahlt werden müsste. Auch eine interessante Sache. Natürlich gibt es ansonsten noch 1 Million Mieter, die davon betroffen sind, in ganz Deutschland. Und da entfallen auf NRW auch eine ganze Menge. Was bedeutet, dass auch viele Menschen im Land natürlich darauf gucken. Ja, gibt es dazu noch Fragen? Ich muss mal so als Laie in dem Gebiet nachfragen, wenn zwei solche Riesen fusionieren, hat da das Kartellamt nicht auch irgendwie noch ein Mitspracherecht oder wird das jetzt einfach so durchgewunken? Ja, das Problem wurde in der EK1 schon angesprochen, inwieweit hier Marktkontrollen möglich sind, aber es gibt keinen einzigen Markt, egal wie man ihn zuschneidet, auf kommunaler Ebene, der eine Marktdominanz ergibt. Aber wir haben über empirische Untersuchungen durchaus herausgefunden, dass eine besonders starke Konzentration von großen Einzelunternehmen zu Preisanstiegen führt. In Dortmund zum Beispiel ist der Mietanstieg höher als in anderen Kommunen und in Dortmund ist der Anteil der neuen Finanzinvestoren am Wohnungsmarkt besonders groß. Aber es gibt keine kartellmäßigen Verflechtungen. Die GAGFAH hat in NRW 20.000 Wohnungen, bundesweit 140.000 Wohnungen. Es gibt im Bund 40 Millionen Wohngebäude, also Wohnungen in Wohngebäuden. Das heißt, wir haben keine typischen Marktkonzentrationen. Aber es gibt natürlich, es gibt auf kommunaler Ebene durchaus Effekte jenseits der Kartellfrage, nämlich wie entwickelt sich die Marktmiete, wie entwickelt sich die Sozialmiete, wie entwickelt sich die Bewilligungsmiete. Wir werden über solche lokalen Konzentrationstendenzen auf jeden Fall zu höheren kommunalen Kosten mit SGB II und SGB XII kommen in der langen Frist. Ist schon jetzt feststellbar und es wird also weiterhin sich verstärken. Nur ergänzend, zumindest wurde heute in den Nachrichten im Zusammenhang mit dieser Meldung über die Fusion gesagt, dass eine Prüfung durch das Bundeskartellamt vorgesehen ist oder ansteht. Das heißt natürlich nicht, dass die zu einem negativen Ergebnis kommen muss und die Wahrscheinlichkeit mag dann sehr gering sein, dass das der Fall ist. Es kann vielleicht in diesem speziellen Fall in Städten wie Dortmund oder kleineren Kommunen, wo es eine zufällige lokale Konzentration gibt, zu einer Auflage kommen, dass dort vor Ort die eine oder andere Wohnung verkauft werden muss. Das wurde aber auch in der Vergangenheit schon häufiger gemacht. Da wurde dann einfach an die privatisierte LEG verkauft, die ja auch deutlich wächst. Also das ist, also die verstehen sich da schon ganz gut. Übrigens, bei dieser Gelegenheit, der Bund hat letzte Woche bereits mitgeteilt, dass alle 38.200 Wohnungen, die sich noch im Bundesbesitz befinden, in den nächsten Jahren verkauft werden sollen, das heißt privatisiert werden sollen. Und das wird wahrscheinlich, wo immer es möglich ist, en bloc geschehen, wie bei der TLW im vorvergangenen Jahr, die ja der Ausgangspunkt für die veränderte Gesetzgebung zu dem Thema RET-Blocker ist. RET steht für Real Estate Transfer Taxes, also Grunderwerbsteuern. Ansonsten, es wird nur das zweitgrößte europäische Immobilienunternehmen. Trotz 1 Million Wohnungen oder Mieter. Wohnungen sind es ja dann, glaube ich, nicht. Gut, dann wäre noch ein Punkt. Also wir werden dazu parlamentarisch jetzt nichts machen, das ist ja auch nur Fusion, also ein Antrag oder sonst was, kann man höchstens wegen der Grunderwerbsteuer stellen. Kann man sich überlegen, je nachdem wie die Debatte jetzt verläuft, dann hätten wir doch noch einen für Freitag. Aber ansonsten ist das natürlich jetzt im Rahmen der Grunderwerbsteuer, die gerade behandelt wird, eine Sache, die man schön debattieren kann und wo man schön darauf hinweisen kann.
Dietmar hat jetzt das schon im letzten Plenum gesagt, in seinem ersten Beitrag, dass wir im Grundsatz ja gar nicht so fundamental viel gegen eine Erhöhung der Grunderwerbsteuern hätten. Wir aber der Meinung sind, dass die unangemessen ist, solange die Steuerschlupflöcher nicht dicht gemacht werden würden. Und die beiden Unternehmen, Annington und Gagfa, die ja nur zufällig Wohnungsunternehmen geworden sind, in Wirklichkeit ja Private Equity Fonds waren, inzwischen natürlich an der Börse und deshalb ausgelöst. Also die verhalten sich ja keineswegs illegal, sondern die nutzen eine legal gegebene Möglichkeit, sich Kosten in erheblicher Höhe zu sparen. Ich möchte noch einen anderen Punkt ansprechen, der auch am Wohnungsmarkt zu Hause ist. Es gibt eine kleine Anfrage von Daniela Schneckenburger, Grüne, damals Vorsitzende der Enquete-Kommission Wohnungswirtschaftlicher Wandel, zur steigenden Zahl der Zwangsräumungen. Ich bin nicht darüber informiert, dass es in NRW eine steigende Zahl von Zwangsräumungen gibt. Wenn da jemand Informationen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ich die mitgeteilt bekäme. Ich weiß allerdings, dass es in Berlin und anderen Metropolen ein massives Problem geworden ist, sodass ich die kleine Anfrage erstmal angemessen finde. Ich habe im Vorfeld dieser kleinen Anfrage keine Notiz davon bekommen, dass in NRW irgendeine Initiative da unterwegs ist. Also die Mieterverbände, mit denen ich in Kontakt stehe, haben mich nicht darauf hingewiesen. Wenn jemand von euch entsprechende Informationen im Vorfeld bekommen hat, würde ich mich über eine entsprechende Information meinerseits freuen. Es gibt nämlich, ich sage das so offen, es wurde die Annahme geäußert, dass wir im Vorfeld informiert worden seien, aber diese Information irgendwo hängen geblieben sei. Das glaube ich nicht und deswegen würde ich das gerne bestätigt finden. Alles klar. Hat es gerade keiner. gibt es noch Fragen, Anmerkungen dazu? Ansonsten, letzte Sache, haben wir noch irgendwelche Veranstaltungen, von denen wir berichten wollen? Oder gibt es sonstige Themen oder Verschiedenes? Christopher? Am letzten Wochenende hat sich die AG Energie getroffen. Das war informativ, konstruktiv und zeigt, dass auf Bundesebene zum Thema Energie recht gut gearbeitet wird. Sie liefern auch viel Input und es wurde auch beschlossen und darauf hingewiesen, dass die AG sich auch versteht als Ratgeber, Inputgeber für möglicherweise kommunale Initiativen und wir haben da auch überlegt, wie wir das umsetzen können. Carsten. Dankeschön. Ich hatte dem Arbeitskreis Bauen und Verkehr schon einmal die Mitteilung rübergesendet, dass das Thema Senioren-TÜV ein interessantes Thema werden könnte. Gesundheit. Und die nächste Sitzung ist am 10.12., da wird dieses Thema besprochen. Wer daran Interesse hat, kann dort gerne einsteigen. Es ist aber in der Zwischenzeit so, dass es auch Anfragen hier an den Landtag gibt bezüglich dieses Themas. Ist ja sicherlich auch ein Thema, was man recht schnell diskutieren kann. Ich glaube, ich frage euch gleich einfach mal hier um ein Meinungsbild, wie es hier aussieht. Also es geht um das Thema Senioren-TÜV. Es wurde schon in der letzten Woche mal in der Presse besprochen, ob man ab 70 einen Gesundheitscheck verpflichtend durchführen soll, wenn man eben noch sein Auto führen möchte. Die Gruppe der Älteren wird ja, also der demografische Wandel ist ja da. Es ist empirisch auch so, dass die Gruppe der über 55-Jährigen neben der Gruppe der Migranten, zu der Gruppe gehört, die noch am häufigsten einen Neuwagen anschafft. Einfach auch, weil man gebrechlicher ist und es etwas bequemer haben möchte in der Gruppe der über 55-Jährigen jetzt. Es stellt sich dann eben die Frage, das sagen dann wiederum auch Studien, dass man ab dem 70. Lebensjahr nicht mehr ganz so fit ist und dann einen PKW nicht mehr so führen kann, dass es noch sicher ist. Jetzt kann man natürlich die meisten gehen natürlich darauf ein, dass sie dann langsamer fahren und deswegen sagen andere Studien wieder,
Erstfahrer, mit 18 haben aber die schlimmeren Unfälle. Also es ist eine Studienschlacht und der eine sagt, Senioren müssen auf jeden Fall so einen TÜV machen, denn dann fühle ich mich sicherer, das sicher auf der Straße, sagen vor allem ja dann die 35-Jährigen, 40-Jährigen. Die Frage ist, welche Perspektive sollen die Piraten hier einnehmen? Wollen die Piraten sich auch mal mit den Studien auseinandersetzen und da vielleicht kurzfristig auch eine Meinung zu kundtun? Also natürlich ist es vor allem für Ärzte und Behörden ja auch interessant, das ist mehr Arbeit, wenn es eben jährlich einmal so einen Gesundheitscheck gibt. Aber die Frage ist, ist es dann nur eine gefühlte Sicherheit oder ist die Sicherheit auf den Straßen wirklich dann erhöht? Und die Perspektive oder die Meinung, der Meinungsbildungsprozess würde mich mal interessieren. Vielleicht mal hier ein erstes Meinungsbild. Soll es einen Gesundheits-TÜV geben? Was würdet ihr so aus dem Bauch heraus sagen? Da bitte ich jetzt einmal um. Ich möchte vor allem da die Älteren. Das würde mich mal interessieren. Die Gebrechlichen, ja genau, die Neuwagenkäufer. Wegen es gibt Studien, die Zahlen von dir nochmal bestätigen. Ältere Menschen sind nicht häufiger an Unfällen beteiligt wie oder als Jüngere. Pro Kilometer? Oder? Zahl der gemeldeten Unfälle. Allerdings sie sind Menschen in einem höheren Alter, 65 plus, 70 plus und weiter, in zunehmendem Maße schuldhaft an Unfällen beteiligt. Die schweren Unfälle passieren den Führerscheinneulingen, in der Tat 18 bis 24, ist die verletzungsgeneigteste Form des Unfallbauens. Die Älteren bauen halt Blödsinnsschäden wie, ups, habe ich jetzt aber nicht gesehen, dass ein Auto stand. ich glaube, wir müssen über ein Kohortenproblem anstatt über ein Altersgruppenproblem reden. Eine Kohorte ist keine, also eine Altersgruppe ist immer die Gruppe derer, die gerade ein bestimmtes Alter hat. Eine Kohorte ist eine Gruppe, die gemeinsam durch die Altersgruppen hindurchläuft. Also die Kohorte der jetzt 40-Jährigen ist die Kohorte der in 10 Jahren 50-Jährigen. Und die Kohorte gibt mehr Auskunft. Wird tendenziell kleiner, selten größer. Die Kohorte gibt Auskunft darüber, wie eine kulturell verankerte Verhaltensweise sich verändert, mehr als bei einer Altersgruppe. Die heute 70-Jährigen sind eine Altersgruppe, die sehr stark in einem automobilen Zeitalter sozialisiert wurde und deshalb sehr stark MIV unterwegs ist. Die Gruppe der heute 30- oder 40-Jährigen geht anders mit MIV um und es mag sein, dass sich das Problem also in zunehmender Weise anders darstellt. Es gibt einen Vorschlag übrigens von Groschek, der gerade heute kommuniziert wurde, der genau dazu passt. Groschek verlangt oder schlägt vor, einen Sehtest oder in der großen Variante einen Gesundheitstest für alle Autofahrer in bestimmten Zeitabständen durchzuführen, um keine altersdiskriminierende Verfahrensweise zu etablieren und um eben deutlich zu machen, dass jeder Autofahrer sich natürlich immer auch darum zu kümmern hat, dass er noch fahrtauglich ist. Also wenn ich meine Brille nicht auf hätte, dann wäre es egal, ob ich jetzt 20 oder 50 bin, ich würde nichts sehen. So, und ja, darfst du das freiwillig entscheiden, ob du noch fit bist, den Pkw zu führen oder musst du zwangsläufig per Gesetz dazu verpflichtet werden, einen Sehtest zu machen? Ich meine, der heute 62-Jährige, die Kohorte, der heute 62-Jährige wird er in 10 Jahren auch schlechter sehen als heute. Das ist jetzt alles im Bauch raus. Das war was du jetzt so formuliert hast, ist alles noch aus dem Bauch raus. Ja. Stefan kurz und dann ist Kai dran. Ja, nee, eigentlich, es gibt schon Zahlen dafür, aber... Ach, das war die Frage von dem Dessert. Ich nicht verstehen. Meinungsbild aus dem Bauch aus. Geil. Also, ja, okay. Also ich finde tatsächlich den Vorschlag, den Stefan da gerade gebracht hat, vom Groschek besser, weil man es tatsächlich nicht zwingend am Alter festmachen muss. Wenngleich ich dir da widersprechen mag, ich mag vielleicht keine wissenschaftlichen Belege haben. Mich würde aber interessieren, ob es Forschung dazu gibt, wie viele Unfälle hinter alten Leuten passieren. Entschuldigung, oder...
Oder im gleichen Sinne auch hinter Leuten, die am Steuer telefonieren oder sonst was tun. Die Momente, die im Verkehr problematisch sind, sind die immer die, wo Tempounterschiede existieren. Wenn der Verkehr fließt, ist das eigentlich immer alles unproblematisch. Und eine Gruppe von ausbremsenden Leuten sind die Alten, andere sind Telefonierer. Linksfahrer, ja, solche Dinge. Also zu sagen, schuldhaft beteiligt am Unfall, weiß ich nicht. Man müsste mal darüber forschen, wie viele indirekte Verursachungen durch solche Elemente tatsächlich existieren. Und ich glaube, da sieht es dann nicht mehr ganz so gut aus. Fass es gleich nochmal auf. Jetzt mach es jetzt, weil ich habe jetzt eine Frage. Die Statistikdebatte gibt es seit langem, aber sie ist bisher nicht befriedigend gelöst. Es gibt verschiedene Versuche, individuelles Fahrverhalten zu systematisieren und auf die Bevölkerungsgruppe, die man repräsentiert, zurückzubrechen, aber es ist bisher nicht erfolgreich geschehen. Also Männer sind der Auffassung, dass Frauen häufiger Unfälle verursachen, weil sie sich merkwürdig verhalten. Es ist statistisch nicht nachweisbar. Ich bin auch schon hinter Autos hergefahren, wo ich denke, mein Gott, was hat er denn? Und dann war es ein Alter oder eine Frau oder ein Ausländer oder ein Telefonierer oder irgendeiner, der halt in irgendeiner Weise eine Minderheit... Ihr habt da Vorurteile, das ist echt nicht zu fassen. Bevor du dich weiter verhaspelst... Hat man das nicht gemacht? Der Kai weiß nicht, was er sagen wollte. Ich hoffe, es war so überzogen, dass ihr gemerkt habt, dass ich das nicht ernst gemeint habe. Okay, ich hoffe... Ich hoffe, aber das mit dem, das sind ja persönliche Beobachtungen, ist ja auch okay. Was aber auch eine persönliche Beobachtung ist, du sagtest gerade die Kohorten, das fand ich einen sehr speziellen Begriff allerdings, und du sagtest, die jetzt 70-Jährigen wären eine Generation, die stark mit dem Auto sozialisiert ist, während das mit den jetzt 40-Jährigen nicht mehr so ist. Also, ich möchte da vehement widersprechen. Ich glaube, die Generation, in der ich aufgewachsen bin, die es ja zwischenzeitlich auch zum Namen Generation Golf geschafft hat, ist tatsächlich die Generation, in der die Sozialisation mit dem Auto am stärksten ist. Ich kann das jetzt nicht belegen, aber ich glaube schon, dass das so ist. Zu der Zeit, als ich 18 war, war es natürlich was vollkommen normal, dass man macht es selbstverständlich, seinen Führerschein, da gab es überhaupt keine Diskussion und selbstverständlich musste man dann schnellstmöglich auch ein Auto haben und das Auto war das, worüber man sich so ein Stück weit definiert hat, mit wem man sich getroffen hat, diese ganzen VW-Clubs, Opel-Clubs und so, das hatte alles ungefähr den Ursprung in meiner Generation, also ich möchte da widersprechen, dass die 70-Jährigen da stärker sozialisiert sind. Ich glaube, dass es meine Generation tatsächlich ist. Ich finde die Diskussion ziemlich schräg, weil erstmal gibt es ja massenweise Statistiken, dass ältere Leute wirklich nicht so viele Unfälle bauen wie junge Leute. Das hat auch mit Frauen und Männern nichts zu tun. Und zum anderen ist das so, dass das hat auch viel damit zu tun, dass hier freie Fahrt für freie Bürger gilt. Und dann sollte man sich in der Zukunft eigentlich mal überlegen, wie hier die Mobilität überhaupt ist. Und das ist ein Unterschied, ob man in der Stadt wohnt oder auf einem flachen Land. Und für ältere Leute ist das schlimm. Da muss man Verkehrsorganisationen eben so machen, dass ältere Leute daran teilnehmen können. Denn wenn die auf dem Land leben, wenn ihr jetzt hier alle eure persönlichen Sachen schon erzählt, ich bin ja auf dem Land groß geworden und meine Mutter ist bis 80 Auto gefahren, die wäre da nicht weggekommen. Die können weder einkaufen noch zum Arzt noch sonst irgendwas, wenn die kein Auto haben. Na, und das muss man einfach mit berücksichtigen. Und meine Eltern meine Mutter hat bis 80 Jahren Auto gefahren und nie einen Unfall gehabt. Das wollte ich nur mal sagen. Ne? Also das ist irgendwie schwierig, aber das... Es gibt ja auch Studien darüber, dass ältere Leute ja auch nicht mehr so viel lange Strecken fahren, sondern hauptsächlich in ihre Umgebung und ihre Umwelt, ihr Leben da auf die Reihe zu kriegen. Und ich finde, man muss die Verkehrsorganisation so machen, dass solche Leute auch daran teilnehmen können. Da müssen die anderen eben ein bisschen aufpassen und langsam fahren, ganz einfach. Und wenn ich denke, was hier in Düsseldorf, wie die Autofahrer hier fahren und parken, da fällt mir echt nichts mehr zu. Da kriege ich nur noch Wutanfälle, weil ich bin keine Autofahrerin, sondern ich fahre mit öffentlichem Nahverkehr und Fahrrad. Das hier nicht möglich, weil die Autofahrer so toll sind.
Also, und ich denke mir mal, dass wir in NRW in anderen Städten ähnlich sein. Und das hat nichts mit Alter zu tun, weil die halten sich einfach an keine Verkehrsregel. Kai und dann Christopher. Also ich glaube schon, dass das hier auch rausgekommen ist, dass das nicht darum ging, seine Vorurteile hier oft auf den Markt zu werfen, sondern dass es dass gerade das versucht wurde zu verhindern. Okay, aber wenn du das so aufgefasst hast, es ging tatsächlich auch für mich nicht darum, also hat Stefan ja auch schon gesagt, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass das eben nicht so ist. Oder dass es Studien gibt, und Studien sind ja so ein gewisser wissenschaftlicher Beleg, sage ich mal, ne? Also dass das tatsächlich nicht so ist, dass das Nutzungsverhalten ganz anders ist, das schließt sich alles nicht aus, also das heißt, wenn ich weniger Kilometer fahre, dann kriege ich das von der Versicherung entlohnt, dann hat das wahrscheinlich den Grund, dass ich dann statistisch gesehen seltener an einem Unfall beteiligt bin. Das schließt sich nicht aus, und die junge Generation oder meine Generation fährt halt zum Beispiel auch gerne Auto, und dann auch gerne mal etwas anders, sage ich mal in Anführungszeichen. Und dass es natürlich regional unterschiedlich ist, ganz klar. In der Großstadt ist der Verkehr deutlich hektischer als da, wo, keine Ahnung, relativ lange freie Fahrt ist. Ich finde, das widerspricht sich alles nicht, auch mit dem, was du gesagt hast, nicht. Nein. Also eigentlich dafür, dass das eine Frage aus dem Bauch raus, dass diese Frage aus dem Bauch raus zu beantworten sein sollte, ist ja erstaunlich viel an Statistiken und komischen Argumenten teilweise gebracht worden. Ich sage mal, aus dem Bauch raus finde ich nicht schlecht. Die Frage ist ja aus dem Bauch raus beantwortet. Es geht ja wohl eher um so Sachen wie Sehtest, vielleicht Reaktionsfähigkeit, also recht elementare Dinge, die tatsächlich eine hohe Relevanz haben beim Autofahren. An der Stelle möchte ich auch widersprechen. Also da gibt es Zusammenhänge zum Alter, die sind ganz klar. Bei der Sehfähigkeit ist sie offensichtlich. Als kleine Ergänzung, ich bin zum Beispiel auch diskriminiert dadurch, durch die Umstellung auf EU-Führerscheine muss ich nämlich seit dem 50. Lebensjahr, um die volle Gültigkeit meines bisher unbefristet gültigen Führerscheins zu erhalten, einen Sehtest machen, was vielen irgendwie nicht bekannt ist. Das ist kompliziert, trifft die Klasse CE, die einen berechtigt, LKWs und Hänger und irgendwas zu fahren. Und die entfällt automatisch, ohne dass du gefragt wirst, wenn du nämlich keinen Sehtest machst. Weil für Berufskraftfahrer, und darauf wollte ich gerne eingehen, nämlich sowieso die Pflicht besteht, ab dem 50. Lebensjahr zum Erhalt ihres Führerscheins einen Sehtest zu machen. Und dann als letztes, Heidemarie, es wird so suggeriert von dir, auf dem Land leben, da ältere Menschen würden deinen Führerschein nicht behalten dürfen. Also das unterstellt ja, dass das Ergebnis mit einer relativ hohen Häufigkeit, die nach den dann zu treffenden Kriterien eine Fahruntüchtigkeit oder was auch immer ist, das ist ja gar nicht anzunehmen. Es gibt ja genug Leute, die mit 80 durchaus noch fahren können. Man will denen ja offensichtlich nicht den Führerschein wegnehmen, aber man will mal gucken, welche Fähigkeiten vielleicht eingeschränkt sind, allen voran die Sehfähigkeit, und das verpflichtet dann unter Umständen dazu, eine Brille zu tragen, und das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, aber dann ist es ja eine Sache von 5 Minuten und dann ist es erledigt, dann tragen Sie Ihre Brille. Sie müssen sie halt nur dann im Auto auch dabei haben, und das ist dann auch wichtig. Was ich allerdings irritierend fand, als letzte Anmerkung, die Fragestellung von Kai, ob mal überprüft worden sei, inwieweit, ich sag mal, komisch fahrende Leute vor einem zu Unfällen dahinter führen. Also versuch mal vor Gericht zu argumentieren, dass der vor dir aber komisch gefahren ist oder zu langsam. Da gilt einfach, wer hinten ist und schneller fährt und auffährt, ist dann schuld. Nee, so einfach ist das nicht. Ja, aber die Argumentation war schon ein bisschen schräg, ohne das jetzt hier zu Ende zu führen. Ja, weiß nicht, ob das schräg ist. Beobachtungen sind halt, dass es oftmals zu Problemen, zu Stauungen kommt, wenn sich vorne irgendwie ein Hindernis bewegt. Das ist halt relativ klar. Und ich weiß jetzt nicht, was daran komisch oder seltsam ist. Wenn auf der Autobahn tatsächlich jemand, sag ich mal, auf der linken Spur fährt, der da nicht hingehört, und es gibt eine Gruppe von Fahrzeugen, die jetzt da drauf zusteuert, dann gibt es in der Folge möglicherweise ganz weit hinten einen Unfall. Und wenn solche Phänomene, wüsste ich gerne, ob die untersucht wurden, ob es dazu Untersuchungen gibt.
weil das immer wieder auftaucht und auch, weil dann die Reaktion darauf nämlich tatsächlich auch eine ganz andere ist. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, jemand, der im Auto mit dem Handy am Ohr telefoniert, dem sollte man direkt den Führerschein wegnehmen. Und zwar nicht irgendwie Punkte oder sowas, sondern direkt weg, weil das hochproblematisch ist, wenn du auf den Verkehr nicht konzentriert bist und dann im Verkehr unterwegs bist. Und eventuell trifft es dann nicht deinen Heck, sondern das Heck deines dritten Manns hinter dir. Und da wollte ich wissen, ob es dazu Untersuchungen gibt. Wenn ich als Fußgänger, erstmal ganz toll finde ich, dass wir hier eine richtig emotionale Debatte haben. Passiert selten, wenn wir über Zugfahren oder sowas reden. Das zeigt ja auch, es gibt hier so eine Metaebene, die finde ich total toll. Wenn ich als Fußgänger auf dem Weg zu meinem Zug durch den Düsseldorfer Bahnhof laufe, dann muss ich sehr stark auf telefonierende Fußgänger achten, die mir entgegenkommen und den Bezug zur physischen Realität ignorieren. Also das ist schon auch lustig geworden inzwischen. Ich könnte da jeden Tag irgendwie 20 Handys zerstören, einfach nur, indem ich nicht zur Seite hüpfe. Also um nochmal das deutlich zu machen, ich habe vorhin extra 4 Bevölkerungsgruppen genannt, die gemeinsam eine weit große Mehrheit der Bevölkerung darstellen. Ich hoffe, das ist klar, dass es nur karikierend gewesen sein, gemeint sein kann, um eben auch Vorurteile vorzuführen. Ich habe das nicht ernsthaft so gemeint. Aber es gibt schon, also ich finde dieses aus dem Bauch heraus unangemessen für so eine ja doch auch sensible Angelegenheit. Es geht hier immer um Freiheitsrechte, es geht um Rechtssicherheit und so weiter. Da sollte man schon auch ein paar Zahlen, die es dann halt doch gibt, zur Kenntnis nehmen. Es wurde vorhin schon bei meiner Aussage zur Unfallhäufigkeit von Personen entlang ihrer Altersstufen gefragt, wie viel die denn fahren. Und ich habe gesagt, es gibt die schiere Unfallhäufigkeit wird gemessen, aber es gibt natürlich auch sowas wie ein Mobilitätsverhalten entlang der Altersstufe, in der ich mich gerade, ich benutze extra einen dritten Begriff, und die Menschen erreichen ihr Mobilitätspeak so im 5. Lebensjahrzehnt. Und danach geht die Mobilitätsneigung zurück. Das heißt, die Anzahl der Wege geht langsam zurück, aber vor allem geht die Anzahl der Strecken deutlich zurück und der Modalmix verändert sich langsam. Deshalb sind ältere Menschen weniger oft mit ihrem Pkw unterwegs. Im Durchschnitt wird ein Pkw in Deutschland 13.000 Kilometer pro Jahr gefahren. Und ein Pkw, der von einem Menschen neu gekauft wird, der beim Ersterwerb schon die 60 hinter sich hatte, kommt noch nicht mal auf 10.000 im Durchschnitt. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang, den wir natürlich mit einpreisen müssen. Aber diese geringere Mobilität ist vielleicht ja auch schon eine Reaktion auf bestimmte Stresssymptome, wie sie Heidemarie beschrieben hat. Insofern, glaube ich, muss man von beiden Seiten ran. Auf der einen Seite geht es darum, Menschen so auszustatten, dass sie den Bedingungen von Mobilität, von Verkehr, von Straßenverkehr, von motorisiertem Straßenverkehr genügen. Auf der anderen Seite geht es darum, zu fragen, wie man Straßenverkehr so organisieren kann, dass möglichst viele fair beteiligt werden können. Es geht nicht darum, die einzelnen Gruppen gegeneinander auszuspielen oder so zu tun, als ob etwas unabänderlich sei. Wir ärgern uns alle über Leute, die uns schneiden. Wir ärgern uns alle über Leute, die Regeln zu ihren Gunsten brechen. Und wenn es bloß im Stau ist, sich 5 Plätze zu sparen. Es gibt asoziales Verhalten, das möglicherweise nicht hinreichend sanktioniert wird, aber es ist offenbar in Deutschland aufgrund von bestimmten cowboyesken Verhaltensweisen auch akzeptiert, sich so zu verhalten. Ich, also jetzt eine persönliche Note, die ich statistisch nicht prüfen kann. Ich fühle mich immer extrem viel gestresster, wenn ich aus dem Ausland nach Deutschland zurückkomme und plötzlich ich mit 160, 200 Sachen überholt werde und ich nicht mehr links rausfahren kann, weil ich nicht mit 150... Genau. Ja, also das finde ich schon ziemlich anstrengend, wenn ich plötzlich dauernd 150 fahren. Nee, also in Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden fahre ich 120 und es ist gemütlich. Wenn ich in Deutschland mit 120 fahre, komme ich nicht links rüber, weil die Leute mich nicht reinlassen. Mit 120. So, das Schlusswort hat jetzt Christopher und dann überlassen wir den anderen. Ich finde, da wurde jetzt viel zu viel reingepackt. Den Raum. Und insbesondere auch die Logik, dass
ein Fahrverhalten tatsächlich im Sinne von zu langsam fahren altersbedingt ist. Und wenn es das ist, dann ist es immer noch zulässig, einfach nur zu langsam zu fahren. Das fand ich das Originelle an deiner Einschätzung eben. Also erst wenn du Dinge tust, die wiederum verboten sind, wie am Steuer telefonieren, dann machst du dich strafbar und kannst auch unter Umständen natürlich schuldhaft sein an einem Unfall neben dir. Aber egal. Es geht um die Unachtsamkeit, aber ist egal. Gut, ich sehe schon, so einfach ist die Debatte nicht zu führen. Wir sehen uns wieder. Danke, aber. Doch dieses Jahr sehen wir uns noch.